So. Ah, Geld. Ich will ein. Ich will ein. Ja, was will ich denn? Ein armigen Banditen oder ein kleinen Bettler. So. So. Ach, da war sogar so ein schöner Stein. Ach, das ist doch immer schön. Komm ich nicht rein. Ich brauche Schlüssel. Oh, geil, Alter. Hier sind immer Items drin. Speed und Range. Ich meine, Range geht mir am Arsch vorbei, aber Speed. Schön. Schönes Speed. So. Und so. Und auch die schwersten Gegner der Welt. Okay, sie sind extrem nervig, das muss man ja sagen. Aber sie sind nicht wirklich schwer. So, deswegen mag ich den Laser. So, gibt's einen Tarotkarten in Münzgeldumwechselautomat vielleicht? Das wäre gerade nicht schlecht. Und da haben wir endlich den Schlüssel für den Schatzraum. Nehmen wir natürlich zuerst hin, weil er ist ja wichtig. Hinterher gebe ich ihn für eine Goldkiste aus oder so. Und der macht mich kleiner. Ich glaube auch Speed und Range. Kann das sein? Ja, Speed und Range. Boah, mein Speed ist auf Maximum. Und mein Range ist immer noch auf 1. Egal, kann mir am Arsch vorbeigehen. So. Wer braucht schon Trollbomben, wenn man den Laser hat? Boah, ich bin hier viel zu schnell, finde ich. Aber ich hätte jetzt ganz gern gleich noch einen Reiter, weil nur ein Cube auf Meat, das ist ja auch doof irgendwie, ne? So. Ach, die Gegner hasse ich. Einfach nur scheiße nervig. Okay, zwei gehen ja noch, aber wenn es echt zu viele in einem Raum sind, dann gehen die echt nur auf die Nerven. So. Tja, ich bin schneller. Schlüssel, auch immer schön. Ah, schön. Dich habe ich auch gerne. Das ging schnell. Ey, mit einem Cent die Leiter, also. Das hatte ich auch noch nie. Zumal ich die Leiter ja extrem mag. Ja, auf der letzten Ebene wäre sie vielleicht besser gewesen. Aber ich habe sie und das ist die Hauptsache. Ich kann ja noch gerade ausgehen. So, ganz viele kleine Fliegen. Ach, ich habe ja auch eine kleine Fliege, die umbringt. Fast vergessen. So. Ach, was, warum laufe ich über die kleinen Löcher noch so drüber? Also mit dem Laser ist auch der kein Problem. Hier komme ich problemlos dran. Oh no! Oh, wollte ich gar nicht. Egal. So. Und der Laden und ich habe viel Geld. Ja, das kaufe ich mir und den Rest nicht. Weil ich muss gerade echt auf 14. Oh, die sind ja noch da. Auf 14 gucken. Devil. Warum lag die da? Keine Ahnung. Aber ich habe sie lieber dabei, einfach damit ich etwas da habe, ich meine. Vielleicht braucht man sie irgendwann, was zwar irgendwie gar nicht möglich ist, aber man weiß ja nie. Vielleicht kann man ja doch so einen Karten in Geldumwechselautomaten finden. Was extrem selten ist und nur mir passieren kann. Und auch total unsinnig ist und auch nie passieren wird. Aber ich habe keine Ahnung. Kane vs. Chubb. Ich will Reiter haben für Cube of Meat. So. 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 Ach, Moment. Hier, friss eine Bombe. Habe ich total vergessen. Man kann ja auch mit Bomben oder den oder die einfach mit Bombe rein und das hittet dann schön viel. Speed up. Einfach mal reingucken. Ich wäre dann am Arsch, hätte aber Eve freigeschaltet, worum es mir ja geht. Und würde auch noch dank meinen Silberherzen weiterleben. Hätte aber gar keinen normalen mehr.
Aber ich mach's einfach nicht, weil nur mit Silberherzen leben ist so dumm. Jetzt bin ich in wie heißt das Gebiet nochmal? The Depths, genau, oder? The Depths. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. So. Ein Fliegenraum. Jetzt bricht man natürlich den Fliegenscheißhaufen, damit die einen nicht angreifen. Und ich mag die Musik, die man jetzt gerade nicht hört, wegen dem Geheimraum. Schöne Musik. Ich finde allgemein den Soundtrack von dem Spiel richtig geil. So. Finde ich eigentlich ganz gut. Einfach nicht treffen lassen und dann gleich ein bisschen Geld kriegen. So, ja, er hat kein Nickel gedroppt, aber Hauptsache Geld. Ja. Die mag wohl keiner. Da kommt man ohne Schaden eben nicht dran. Oder? Na, geht nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich will es nicht ausprobieren für 1 Cent. Dafür ist mir mein Leben zu wichtig. So. Okay, ich muss echt vorsichtig sein. So, kaputt. Kaputt. Und kaputt. So, mein Yamhat habe ich auch schon so richtig schön oft benutzt. Das muss ich echt mal sagen. Also, so oft wie ich das schon benutzt habe in diesem Run. Das ist unglaublich. Ich brauche irgendeinen Automaten. Alter, wie viel Geld? Ich brauche das Geld nicht. Ha, die sehen mich hier gar nicht. Hallo? Ha. Geil. Das wusste ich gar nicht. So, Bombe. Ihr könnt nichts. Jetzt könnt ihr gar nichts mehr. Laden. Nein, nicht rausgehen. Feuer ausmachen. Erstmal das Preisschild. Und dann würde ich sagen, das hier. Wheel of Fortune. Da muss ich gar nicht lesen. Ich weiß, was das bringt. Ich darf jetzt gleich dann nur nicht die da unten die Sachen berühren. Aber ich gebe hier einfach mein komplettes Geld aus, weil ich's kann. So. Bloß nichts da unten berühren. Das klingt zweideutig, aber egal. So. Los! Gib mir was Schönes! Irgendwas, bitte! Komm schon, irgendwas! Oh, das ist etwas. Bombsack-Key? Ah, finde ich jetzt scheiße. Egal, was ist, was passiert ist, ist passiert. Ich sehe in die Zukunft. Oh Gott, das war eine schlechte Idee, oh Gott! Komm, wenn ich jetzt wann dann, auch wenn es, glaube ich, eh nichts bringt, aber da habe ich noch mehr Maximalangriff. Oh, der ist in mir gespawnt und die Fliege hat ihn umgebracht. Oder? Ne, die Fliege kann doch so ein Ding nicht instant umbringen. Vielleicht ist das einfach so, dass man, dass die Gegner sterben, wenn die in einem spawnen. Das kann aber schon vorher, als wenn ich mehr gehittet hätte. Okay, der Laden hatte keine Silberherzen, das ist schlecht. Aber, naja. So ein Dingens wäre jetzt cool, so ein Stein, so ein blauer Stein mit Kreuzchen drauf. Da links komme ich an den Cent nicht dran. Mit dem Magneten wird es natürlich problemlos gehen, aber den habe ich nicht. Ein Schlüssel für eine Bombe. Naja, geht besseres. Definitiv. Oh Gott. Oh Gott.
Und das erstmal mein Yamhart fressen. Ach, den Schatzraum hatte ich ja noch gar nicht. Das ist einem jetzt gar nicht aufgefallen. Ach, schön. Aber zum Glück kann es hier keinen Boss geben. Und das nehme ich mit, weil ich es besser finde. Oder... Nein, Leben ist gerade bei mir echt alles. Also ohne meine Herzen, also, naja, ich behalte einfach das, was mir mein Herz höher macht. Und das ist nun mal das Yamhart. Ach, ich kann da ja so durchgehen. Bei dem nicht. Bei dem geht das. Von oben, wenn man von oben nach unten geht. Bei ihm ja aber. Ihr habt's doch auch gesehen. Ich lüge nicht. Egal. Ist eben nicht das bugfreiste Spiel. Aber naja, auf zum Boss. Ich gehe nochmal in den Laden. Vielleicht ist da ja doch noch irgendwas, was ich nicht glaube. Und wahrscheinlich verrecke ich jetzt auch eh, weil ich so schlecht bin. Aber naja. Nö. Egal. Jawohl, Kane vs. War ist zwar nicht der leichteste Boss, aber das bedeutet der zweite Cube of Meat. Oh Gott! Boah, chill, Alter. Ja, natürlich. Sonst noch Wünsche? Ach ja, das geht eigentlich. Das mag ich, wenn er das macht, weil dann kann man ihn schön treffen, ohne dass er einen trifft. Nur weit genug links stehen, damit man ihn früh genug sieht. Und jetzt kann der eh nichts mehr. Jetzt ist er gar nichts, ey. Der hat mir kein bisschen gehittet. Oh. Wird der schneller? Ich weiß es nicht, aber ich bin eh schnell genug. Und der zweite Cube of Meat. Der mitschießt, wenn ich auflade. Ach, schön. Und weiter geht's. Aber ich habe ja noch einen One-Up. Sind wir... Oh Gott, die sechste Ebene schon. Kommen wir ganz schön weit. Und das hatten wir in diesem Wand schon. So. Die Dinger eliminieren. Oder umbringen. Oder einfach verrecken lassen. Und dann die, weil die können ja gar nichts. Ja komm, warum nicht? Hui! So. Oh, ich dachte gerade, der geht in meine Richtung. Zwei Schlüssel. Gut. Ich wollte gerade nach Geheimraum gucken, aber wir sehen es ja, wenn wir ihn in der Nähe sind. Und darauf habe ich so lange gewartet, auf einen... Geh weg. Los, Cube of Meat. Bring es um. Bring es um. Danke. Bombsa Key, auf jeden Fall. Hanging Man, ja, kann nicht schlecht sein. Also kann schon, aber muss nicht. So. Erstmal ein bisschen Geld weggeben. Das Doof ist ja jetzt, ich kann immer nur ein halbes Herz spenden, da ich kein Silberherz habe. Deswegen lasse ich einfach alles hier liegen. Und wenn ich ein Silberherz habe, dann gehe ich spenden. Weil dann kann ich auch ganze Herzen spenden. Ich behalte mein Geld einfach, weil hinterher kann ich mir ein Silberherz vielleicht im Laden kaufen. Obwohl, gibt's auf der Ebene Laden? Weiß ich gerade nicht. Geht weg. Ich mag dich nicht. Ich mag dich überhaupt nicht. Oh Gott! Moment, ich hab eine Idee. Ich hab eine idiotensichere Idee. So. Und so. Und so. Und so. Das war anstrengend. The Tower. 16 macht. 6 Trollbomben im Raum spawnen. Behalte ich lieber die. So. Boah, jetzt bitte kein Boss. Danke. Jawohl, der Strick. Ihr erinnert euch, den Strick hatten wir am letzten Mal erst freigeschaltet und jetzt finden wir ihn. Und ich weiß gar nicht, was er macht gerade.
Ach, das ist gar kein Item, genau. Ach genau, wir können über alles drüber fliegen. Doch klar, ich weiß, was er macht. Ich hab's nur vergessen. Unser Hanged Man bringt dann jetzt auch nichts mehr, deswegen. Von mir. Hui, ich hab ihn eingesetzt, aber einfach nur, weil er mir eh nie mehr was bringt, weil ich kann jetzt eh fliegen.